Mahlzeit. Herzlich willkommen zur nächsten Folge der Urrock Band Preview. Cool, dass ihr wieder dabei seid. Was wäre ein Festival ohne lokale Bands? Die haben wir natürlich auch und deswegen geht es heute um die Locals aus der Zentralschweiz. Viel Spaß! Der Name sagt es ja schon, wir sind relativ rockig aufgestellt beim Urrock. Das heißt aber nicht, dass Metal nicht auch immer mal Platz findet, das gehört ja auch zu unserer DNA. Und so ein kleiner Farbtupfer, so ein Ausreißer, der ist auch mal ganz schön. Dementsprechend kommt unsere nächste Band aus dem Nu Metal, Melodic Metal, Metalcore, in diese Richtung geht es. Es ist eine neue Band, die es erst seit diesem Jahr in dieser Form gibt und die nennt sich Magma Ocean. Wobei man streng genommen sagen muss, so eine richtig brandneue Band ist es eigentlich nicht. Molotov Twain, weiß nicht, wie viele von euch die kennen, das war eine Band, bei der 4 von 5 Mitgliedern von Magma Ocean schon mitgewirkt haben. Und die Neugründung, die gab es jetzt eben entsprechend, als der 5. Mann hinzukam. Harry Ballantyne ist der neue Sänger, der spielt jetzt mit bei Magma Ocean und dementsprechend neues Line-up, neue Band. Aber die Musiker, die kann man tatsächlich nicht nur von Molotov Twain bzw. Magma Ocean selbst kennen. Cyril Montavor zum Beispiel, der spielt bei Chakra, die ja auch eine relativ bekannte Hard-Rock-Band mittlerweile sind. Oder auch Claudio, der bei Stallion mit dabei ist, bei einer richtig schönen Heavy-Metal-Band. Also unerfahren sind die Jungs auf jeden Fall nicht. Und das zeigt sich auch an den Gigs, die die Band so bekommt. Ich meine, die sind ja noch relativ neu, ja, seit 2024 erst in dieser Besetzung unterwegs, aber haben schon beim Summerside Festival mitgespielt, was ja als eines der größeren Festivals in der Schweiz gilt. Und wer unterwegs sein möchte, der braucht natürlich auch gute Musik. Die erste EP, die gab es von Magma Ocean jetzt auch schon, die wurde im Juli veröffentlicht und trägt den Namen Liminal. Da kriegt er schon mal einen guten Vorgeschmack drauf, wie die Band im Ganzen dann so klingt. 5 Songs habt ihr zur Auswahl, ich habe euch natürlich auch wieder einen Anspieltipp mitgebracht. Guckt euch mal Solitude an, da gibt es auch ein YouTube-Video zu. Da könnt ihr euch also gleich mal gucken, wie die Band dann auf der Bühne aussehen könnte. Aber Magma Ocean sind nicht die einzige Local Band, die bei uns ist. Wir haben auch noch eine zweite im Gepäck. Die Story unserer zweiten Band heute ist vordergründig eigentlich auch die Story des Kopfes der Band. Die Band nennt sich nämlich Dave and the Dudes und um Dave geht es. Dave Niederberger kann man auch kennen als Sänger der Band Fighter Five. Die sind schon ganz gut rumgekommen und Dave hat es auch genossen, in der Band dabei zu sein, aber irgendwann gab es Probleme mit der Stimme. Die waren recht schwerwiegend, es wurden Zysten auf den Stimmbändern gefunden, die mussten entfernt werden, es folgten mehrere OPs, das sah alles nicht so rosig aus, kurzum, Dave musste als Sänger von Fighter Five zurücktreten und eine ganze Weile das Singen an den Nagel hängen. In der Folge hieß es dann erstmal 2 Jahre Pause, 2 Jahre ohne Singen, was für einen Sänger wirklich die Hölle ist. Und dementsprechend fing er nach den 2 Jahren entgegen aller Empfehlungen, entgegen aller Erwartungen trotzdem langsam an wieder zu singen. Hartes Stück Arbeit, auch nicht immer sofort von Erfolg gekrönt, aber Stück für Stück kämpfte sich Dave zurück. Vor allem erstmal in tieferen Tonlagen, auch mit Akustikversionen, nicht gleich Hau drauf mit Metal, aber ja, der Erfolg, der spricht für sich. Dave hat sich zurückgekämpft und ist mittlerweile auch wieder live auf den Bühnen. Und im letzten Jahr war es dann endlich soweit. Dave fühlte sich bereit, wieder mit einer Band an den Start zu gehen, suchte sich Gleichgesinnte und gründete eben die Band Dave and the Dudes. Und die sind jetzt bei uns auf dem Urrock. Und auch hier gibt's glücklicherweise schon ordentlich Musik zum Reinhören. Das Debütalbum kam im selben Jahr der Gründung, also 2023, raus. Und der Anspieltipp für euch ist auch der Titeltrack, also gleichnamig zum Album Down for the Count. Klingt jetzt eine ganze Spur rockiger als früher, bisschen anders als Fighter Five, aber ich würde sagen, auch spannend, da mal reinzuhören. So, und das war es auch schon wieder mit dem Spotlight der heutigen Local Bands aus der Zentralschweiz, Dave and the Dudes und Magma Ocean. Beim nächsten Mal geht's dann weiter mit einer Band, die von ganz weit her kommt, die kommen extra von einem anderen Kontinent. Und wer schon mal bei einem Urrock war, der dürfte die kennen. Es handelt sich um alte Bekannte. Schaltet wieder ein, verpasst das nicht. Und dann sehen wir uns in Folge 8 der Urrock Band Preview. Bis dahin, ciao. Oh, my God.